Hallo und herzlich willkommen bei Bastelzeit TV. Ich freue mich, dass ich heute Enke im Studio begrüßen kann. Ja, hallo. Und nicht nur die, sondern auch die Hobbyline Window Pens von und der Firma Kreuel. Eine riesige Monsterparty, wie ich hier gerade sehe. Es wird schaurig, sag ich dir. Schaurig, aber es bunt. Aber bunt. Und zwar gibt es da ganz, ganz tolle neue Farben. Insgesamt jetzt 50 Farben. Boah. Eine Riesenpalette. Zwei Farben für Konturen stehen uns zur Verfügung. Und ich habe gedacht, ich zeige dir mal heute so ein kleines Monster. Und was brauchen wir jetzt? Ja, wir fangen einfach an mit dem Konturenstift. Ja. Und dafür gibt es solche Aufschraubspitzen, ganz für ganz feine Linien. Ja, damit es nicht zur Seite wegläuft. Richtig, und da haben wir ja auch so einen kleinen Stupfen, mit dem können wir das wieder freimachen. Reinigen. Oh, sehr gut. Also schauen wir mal, wie wir dem Monster jetzt beikommen. Und da gibt es ja wahrscheinlich auch für viele andere Themen. Genau. Schablonen und Vorlagen. Sogar richtig die richtigen Pens gleich. Ja. In der richtigen Farbzusammenstellung, dass man also gleich ganz sicher geht. Ach so, richtig als Set. Ja, die sind auch so süßen Sets, die so richtig schon so kindgerecht gemacht sind. Also das sind richtig schöne Geschenke für den Kindergeburtstag. So, jetzt ist die Konturenfarbe angetrocknet. Ja. Und jetzt kann man eigentlich frei entscheiden, wie man diese schönen Sachen ausfüllen möchte. Ich mache den mal ganz. Da hast du jetzt auch keine Spitze drauf, sondern lässt es gleich dickflüssiger rauskommen. Genau. Ja, dann ist es auch nicht so schwierig, das jetzt so richtig zu verteilen. Ne? Das und ich werde auch ein bisschen schneller jetzt. Ja, wie du genau. Siehst. Selbst wenn es nachher trocken ist, ist noch so transparent, dass es so richtig schön durchscheint. Ja, toll. Durchscheint und wirklich sehr. Aber es muss dann schon jetzt richtig durchtrocknen. Dann muss es richtig durchtrocknen. Ja. Dann lässt es sich auch gut eben händeln, dass man es wirklich abzieht und dann auf die Scheibe legt. Ich habe auch gesehen, du hast verschieden starke Folien dabei. Genau, ne? Dass man eben auch die richtig dicke Geschichten machen kann, die dann nicht abgezogen werden, sondern richtig, ausgeschnitten genau. Oder werden. Wie wir jetzt auch hier oben diese Girlande haben. Ja. So, dann wollte ich dir nochmal zeigen. Das ist jetzt die dünne Folie, auf der wir gearbeitet haben. Die ist also sehr flexibel. Ja, sehr flexibel, ja. Mhm. Dann liegen dort nochmal zwei andere Folien. Oh, einmal satiniert, einmal glasig. Genau, warte aber mal. Die sind stabil. Ja. Die sind sehr stabil, glasig. Stabile Folien. Ne, da kann man also auch so größere Stücke gut drauf arbeiten, wie zum Beispiel die Monster Party. Das ist also sehr angenehm. Ja, das ist ja ein wirklich stabiles Schild, was man über die Tür anbringen kann. Ja, genau. Das ist dann auch wirklich sehr haltbar, durabel. Ja. Also da könnte man dann auch Löcher durchmachen, um es richtig aufzuhängen. Ja, oft hat man auch Angst, dass es kaputt geht und so. Ja, nee, das ist toll. Ja. Also so viel nochmal zum Material. So, und jetzt nach 24 Stunden kannst du unser kleines Monster so von der Folie nehmen. Ein bisschen vorsichtig an den Beinen, Schwänzchen und an der Hand. Und der kann eigentlich auf alle glatten Oberflächen, Fenster, der kann Fliesen, alles Mögliche. Das ist ja schön. Und schon kann die Monsterparty losgehen. Dann kann ich Ihnen jetzt nur viel Spaß beim Nacharbeiten wünschen. Gucken Sie mal die Beispiele durch. Es gibt für jeden Anlass etwas. Ja, und dann freuen wir uns aufs nächste Mal bei Bastelzeit TV. Tschüss. Tschüss.